Moin liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. ETS 2 geht in eine nächste Runde und zwar sind wir immer noch mitten in Skandinavien, Finnland. Gerade so ein bisschen hier Kolonne fahren. Noch traue ich mich nicht zu überholen, aber mal gucken, wie lange das Ganze hält, weil hier vorne sind ein paar Kreisverkehre. Gegenverkehr sehe ich aktuell nicht. Wir könnten also versuchen, immer so ein, zwei Autos kassieren vom Kreisverkehr, aber wir haben auch nicht richtig Platz zum Wiedereinschwenken. Also gucken wir uns hier die kleinen schönen skandinavischen Holzhäuser an. Und ausnahmsweise mal ein bisschen langsamer unterwegs. Einige wird es freuen. Die strikt dafür sind, dass ich immer vorschriftsmäßig fahre. Oh, was macht der denn da? Das war knapp. Das war doch einer von denen, die mich hier ausbremsen wollten, ne? Stimmt. Was haben wir denn noch vor uns? 356 Kilometer ist gar nicht mehr so viel. Wir sind gut durchgekommen hier. 2 Uhr. Ich würde sagen, hier vorne kommt eine kleine Tankstelle, die nehmen wir jetzt. Da werden wir einmal tanken, lohnt fast nicht. Und Skandinavien ist immer so teuer. Aber wir machen das trotzdem. Unter dem Hintergrund, dass wir dann hier jetzt auch unser Nachtquartier aufschlagen. Ne? Motor aus. Schön abgesattelt wieder. Nee, ist gar nicht so teuer in Finnland. 1,15 nur. Das ist doch bezahlbar. So, dann hoffen wir natürlich, dass unsere Fahrer wieder produktiv sind für uns und in der Nacht ein bisschen. So, das ist unser Nachtlager. Motor aus und gute Nacht. Schön, guten Morgen. Ulf hat auf jeden Fall schon wieder ein bisschen Einkommen erzielt. Und wir haben deutlich mehr Geld, also da müssen noch mehr Leute ein bisschen Geld verdient haben. Der Philipp hat aber scheinbar nichts gefunden, der ist leer wieder zurückgefahren. Oh, Patricia hat ja richtig Geld reingebracht. 11.000, glaube ich, stand da gerade. Und sie ist natürlich damit auch gleichzeitig im Level aufgestiegen. Sehr cool. Die Frau macht sich. Jetzt mal schauen, dass wir, wenn wir weitere Fahrer uns einstellen, dann auch wieder eine Frau einstellen. Das war eine heftige Tour. 11.000 Einnahmen. 281.000 haben wir eben jetzt. Ich glaube 180.000 oder so kostete die Garage, ne? 180.000 und dann hätten wir 100.000 über für einen neuen LKW in einer neuen Garage, dass wir firmentechnisch ein bisschen weiter expandieren, damit wir mehr Fahrer haben, mehr Geld kriegen. Und irgendwann mal, wenn wir so weit kommen sollten hier in ETS, irgendwas, teures Eis. Aber kann man essen. Wie bei den Jerseys war das auch, ne? Was auch so teuer ist. Egal. Wir sollen hier eh gleich runter, den überhole ich jetzt ausnahmsweise nicht. Gucken wir mal, was für Autos der geladen hat. Ja, egal. Ja, deswegen, ne? Also erstmal noch mal ein bisschen mehr Garagen, mehr LKWs und dann vielleicht irgendwann noch mal, wenn wir uns noch mal einen anderen LKW kaufen. Bei mir persönlich ist es eigentlich fast Lattenhagen, kann man so schön sagen, ne? Ob ich jetzt hier im Volvo sitze, ob ich im Scania sitze oder im Mercedes oder was haben wir noch? MAN, Iveco, Renault, wo, na gut, die beiden vielleicht nicht unbedingt. Ja, ich weiß noch nicht. Na, irgendwann gucken wir mal. Aber ich bin mit diesem hier von der Leistung her, wir haben den ja auch echt gut ausgebaut, haben eine Menge Geld reingesteckt in den hier. Und
dafür bin ich echt gut zufrieden. Der zieht gut, das Lenkverhalten ist prima, wenn man hier mal guckt, wie gut der reagiert. Ich kann ihn schön aufschaukeln natürlich auch, man kann ihn wieder ein bisschen fangen. Und vor allem, man ist es ihn gewöhnt mittlerweile. Ne? Wir sind ja mit dem ja, Kreditrate bezahlt. 23.000, bald 24.000 Kilometer sind wir mit dem bald gefahren. Kurve kann ich nicht gut einsehen. Deswegen fahre ich möglichst weit links, damit ich ein bisschen was sehen kann. Guck mal, der ist schon angehalten. Der hinter uns war schon weit weg. Vielen Dank. Polizei dahinter. Ja, rechtzeitig gebremst, ne? Wär nichts passiert. Licht erstmal wieder aus. Nach Begleichung der Kreditraten haben wir jetzt noch 273.000. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Schulden wir noch haben. Wie viel haben wir schon zurückbezahlt? Wie viele Schulden haben wir noch? Aber wir zahlen ja zumindest doch immer hier regelmäßig unsere Raten und hier gibt es schon wieder Einkommen gerade. Ich glaube, wir schaffen es. Ein bisschen die Eisengang. Ich hätte aber auch früher rüberziehen können. Das habe ich natürlich nicht gesehen, wer ein Einkommen erzielt hat. Und es war aber auch nur ein kleiner Betrag. So viel mehr Geld haben wir nämlich jetzt nicht aufs Konto gekriegt. Nur ein bisschen. Lass mal, wenn man mit so viel Speed hinten angerast kommt, dann. Oh, da steht ein Elch. Stand da echt ein Elch? Hier noch einer? Da muss man ja aufpassen, ne? Nicht, dass hier so das Auto laufen hier. Muss ja wieder einen Wildschaden an meinem Auto. Auch nerviger Krams. Aber im Elch hätte das Auto doch derber getroffen, glaube ich. Dann wäre es deutlich mehr beschädigt gewesen als nur das Reh. Hängt ja viel mehr. Nichts, ey. Ich komme immer näher hier. Ganze Herde. Hier vorne kommen schon mal wieder in die City. In the City. Aber wir haben noch 225 Kilometer vor uns zu unserem Ziel. Dann sind wir tatsächlich ziemlich weit oben. Und wenn wir so weiterfahren, dann haben wir dann 300.000 auf dem Konto. Lauter Elche, aber die Farbe finde ich ein bisschen komisch von den Elchen. Haben die irgendwas genommen? Oder warum sind sie so komisch gefärbt? Wo sind wir hier? In Rovaniemi. Ivalo. Ivalo ist drauf. Da wollen wir hin. Also mittlerweile wird unser Ziel ausgeschildert. Das ist doch ein schöner Tunnel. Ach komm. Geschenkt. Das gar nicht als Aufenthalt hier. Bestimmt, weil wir zu schnell unterwegs sind. Oh nein. Schon wieder so einer hier. Pause brauchen wir keine mehr machen. 3 Stunden noch Rest Fahrzeit und in 9 Stunden wäre die nächste Pause fällig und in 9 Stunden ist auch die Restzeit für unseren Auftrag. Also wir haben noch ein bisschen Luft, aber diesmal nicht viel. Ne? Das kann man auch mal so machen. Im Spiel, Leute. Den Bus kassiere ich auch noch.
ist immer noch auf der 4, ne? Die zieht sich einmal komplett dann durchs Land. 275 Kilometer steht hier bis Ivalo. Wir haben nur noch 178 vor uns, also sind wir mit den Gabelstaplern wohl ziemlich weit außerhalb. Dann bin ich gespannt, wo uns die Reise danach hinführt. Ob wir noch weiter in den Norden kommen. Oder ob wir über Umwege vielleicht wieder zurückkommen. Weil genau die gleiche Strecke ist. Dann wieder zurückzufahren, da würde ich doch lieber gucken, ob wir noch eine andere Strecke finden. Windschatten ausgenutzt. Aber hat nicht viel gebracht. Bin doch ganz schön nah an die Kuppe hier gekommen. Dachte, ich komme da vorher rum. Aber diesen Auftrag schaffen wir auf jeden Fall locker diese Woche. Wir können uns diese Woche sogar noch einen neuen Auftrag suchen. Was war das denn hier? Zurecht, an der rechten Seite. Konnte ich nicht mehr so schnell hier den Kopf hindrehen mit dem Maus, weil ich gerade die Hand sozusagen beide am Lenkrad hatte. Waren das Kühe oder waren das kleine Elche? Ich weiß nicht. Oder waren es nur Pflanzen? Vielleicht waren es auch nur Pflanzen. Ja, Tank brauchen wir erstmal ewig nicht, damit kommen wir jetzt richtig weit. Ivalo, weiterhin auf der 4. So dann Glügler. Hier ist die Glüge. Was? Oh. Diese komischen Namen hier. Aber auch wieder eine schöne Ecke. Die reihen sich hier ein zurecht. Hier ist irgendwie ein Flughafen. Da wollen wir nicht hin. Unser erster, vielleicht aber auch schon der letzte Aufenthalt in diesem Ort. Ja, ich musste komplett einmal abbremsen, sonst wäre ich dem reingeeiert. Ups. Knapp. Laufen hier. Wie sehen die Finnen hier aus? Nicht besonders gut. Und die Finninnen? Naja. Ein bisschen größer der Ort, als man zunächst denkt hier. Hier noch so ein großes Industriegebiet außerhalb. 119 Kilometer nur noch. Aber sieht jetzt auch nicht viel anders aus hier, ne? Landschaftstechnisch. Vielleicht ein paar andere Bäume. Ja, auf jeden Fall werden wir das Ziel heute nicht mehr ganz erreichen, aber dafür morgen. Dann heißt es nochmal morgen, nochmal volle Konzentration.
keine blöden Aktionen starten. Also nicht zu blöde Aktionen, sagen wir es eher so. Nur minimal blöd. Und dann kommen wir hoffentlich, toi toi toi, wieder unbeschadet am Ziel an. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Ich weiß es nicht. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei bleibt und einfach morgen wieder reinschaltet. Bis dann und tschüss.